willst die Sendung doch wohl nicht absetzen. Die kotzen mich an. Die kotzen mich sowas von an mit ihren Fotos. Oh, Scheiße. Bin ich dran gefahren? Was machen Sie ja eigentlich? Ich stecke Zahnstocher in die Oliven, ha? Mir wäre es lieber, wenn Sie sich um die Gäste kümmern würden. Nein, meine Frau ist momentan auf Bali. Sie verbringt da 2 Wochen. Auf Bali? Hm? Ach, die Glückliche. Ja, sie besucht dort einen guten Freund. Ja, ich bin sicher, dass sie einen Liebhaber hat. Ich weiß nicht, als wir zusammen waren, hast du mich ständig betrogen, ohne schlechtes Gewissen. Hören Sie es denn so sehr? Ich verstehe das nicht. Auf einer Feier wird nun mal nicht geflüstert. Wir haben dich vorhin im Radio gehört und mussten ganz schön lachen, was du da von den Freuden des Älterwerdens erzählt hast. Was soll ich denn sagen sollen? Dass ich mich scheiße fühle und heulen könnte, wenn ich in den Spiegel schaue? Kann ich dir hierbei irgendwas helfen? Nein, nein, diese Kellnerin soll sich eigentlich um das Buffet kümmern, aber ich habe den Eindruck, sie macht so gut wie gar nichts. Charmota? Erinnern Sie sich an mich? Ich habe sie eingestellt. Hier ist es wunderschön. Nur 35 Minuten bis Paris. Oh ja, Luftlinie. Jetzt hör endlich auf damit, Luftlinie. Ich brauche genau 35 Minuten. Oh meine Güte. Ist es etwa Jean-Paul? Bin ich etwa auch so stark gealtert wie er? Wusstest du, dass diese Ärsche mir die Seniorenkarte andrehen wollten? Samantha! Samantha!